digitale Themen sind so spannend. Kannst du mir mal erklären, was du machst? Die Leute sind so in ihrem Thema drin, die rattern das durch. Das hätten wir auch googeln können, um es nicht zu verstehen. Ich gebe dir einen Begriff, mit dem musst du das dann erklären. So das menschliche Capture, das ist, was ich brauche für Nobert is Perfect. Menschen muss es, das ist das Wichtige bei uns bei Nobert is Perfect. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ja, so ein bisschen weniger menschlich wird es jetzt doch bei Nobert is Perfect, denn die Steffi von der TEAG, die macht was richtig Technisches. Steffi, was machst du bei der TEAG? Ja, ich bin verantwortlich für den Bereich Kundenbindung und Neukundenakquise im Privatkundenbereich. So, ist eigentlich was, da hast du viel mit Menschen zu tun, ja. Aber wenn es um den Support geht, da setzt ihr, habe ich schon gehört, Chatbots ein. Richtig. So, und bei Nobert is Perfect haben wir jetzt doch mal die Roboter-Premiere sozusagen. Genau. Steffi, wir spielen Nobert is Perfect. Ich erkläre dir mal kurz, worum das geht. Du hast ja schon ja gesagt, dass du mitmachen willst. Das finde ich sehr mutig von dir, sehr, sehr cool. Also, worum es uns geht, ist, wir reden oft über digitale Business-Themen und merken, okay, Leute sind so in ihrem Thema drin, die rattern das durch, als wäre das, wenn wir fragen, ey, erklär uns das mal, als wären sie ein Roboter, der das auswendig gelernt hat, als ziehen die einfach stur da ihren Algorithmus durch, komme, was wolle. Wollen wir nicht, wir wollen begeistern, wir wollen wirklich nochmal das Menschliche darin entdecken. Das heißt, erklär uns mal das Menschliche eines Chatbots. Und um dir das mal ein bisschen einfacher zu machen, klingt jetzt erstmal nach einer Herausforderung, macht es aber tatsächlich einfacher. Mhm. Erklär mir doch mal, was Chatbot ist mit Hollywood. Hollywood, ja. Schauspiel. Also, das ist gut. Ich glaube, ja, Hollywood-Schauspieler könnte ein Weg sein. Sagen wir, es ist ein Film, der gedreht wird. Sagen wir, es sind ganz viele Schauspieler da. Und also man denkt ja, man spricht mit jemandem und der hat aber, der ist gar nicht da. Der hat einen Text auswendig gelernt, den er dann bringt. Und zwar immer zu dem Moment, wo sein Stichwort kommt quasi. Und man muss sich das so vorstellen, ganz viele Schauspieler studieren ihre Texte ein, dann kommt jemand, ein Kunde von uns und bringt das Stichwort, für was er sich interessiert oder wo er Hilfe braucht und der jeweilige Schauspieler kann dann einspringen und seinen gelernten Text quasi runterbrechen. Achso, das heißt, der Chatbot ist gar nicht derjenige, mit dem ich denke zu sprechen, sondern er ist in Wirklichkeit... Ein Computer. Ein Computer, kein Mensch, wie so ein Schauspieler ja gar nicht Robin Hood ist oder der coole Typ aus Stranger Things, genau, den ich so ganz toll finde, sondern halt einfach irgendwie ein Typ, der gut schauspielern kann und sich in diese Rolle hineinversetzt. Sagen wir, es ist ein Avatar. Ein Avatar. Genau. Auch ein sehr, sehr guter Film. Vielleicht schaue ich mir den gleich mal an. Das ist ein Tipp, ne, von dir. Genau. So, wir haben eine Filmempfehlung und den Chatbot verstanden. Steffi von der TEAG, vielen, vielen Dank. Das war ja richtig easy, richtig gut zu verstehen. Also ihr merkt, die digitalen Themen sind wirklich was, für das wir uns begeistern können und sehen manchmal ein bisschen kompliziert aus. Aber wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, sind sie gar nicht so schwer zu verstehen. Ich hoffe, das ganze Thema begeistert euch. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Nobert is Perfect spielen. Ach, ihr seid schon fertig mit dem Video. Sehr gut. Hier drüben gibt es den Kanal von DotSource, abonniert den mal, da gibt es noch mehr geile Themen rund ums digitale Business. Und drüber seht ihr ja noch eine neue Folge Nobert is Perfect. Schaut da auch mal rein.